Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, weiter geht's und ich habe völlig total was vergessen. Wir haben 300 Gold, wir sollten vielleicht mal in den Shop gehen und, willst du wohl in den Shop gehen? Jetzt aber. Und mal nach Kartenpaketen gucken. Hier für die neueste Erweiterung. Und die sind aber empfohlen. Was nehme ich denn? Nehmen wir empfohlen natürlich. Kosten 100. Ich schlage vor, wir nehmen... Kauf abgeschlossen. Kaufen wir noch eine. Dann kaufen wir noch eine. Und... Ah, kostet 100. Uns fehlen 10. Egal, jetzt haben wir ein bisschen was gekauft. Und, 3 Pakete, die machen wir jetzt mal auf. Dann gucken wir mal, was drin ist. Und dann werden wir mal den Priester noch ein bisschen mit seinem Deck ausstatten. Wop. Komm, zeig mal, was drin ist. Zack, zack, zack. Jäger, Jäger, Magier, alle Klassen, Paladin. Okay. Vielleicht sind wir auch nur so grottig, weil wir einfache Karten haben. Priester. Die Karte ist schön, alle Klassen. Magier, Magier, Schamane. Aha. Also ihr seht, es ist eigentlich immer was Gutes dabei und immer eine seltene. Und das finde ich klasse. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Ja, Krieger. Oh, auch schön. Schamane. Eine seltene Karte für alle Klassen. Was kannst du? Moment, ich muss erst selber lesen. Ich muss näher ran und dann lese ich euch das vor. Aha, verleiht einem anderen zufälligen Diener nach Ende des Zuges ein Leben. Okay. Mhm, Paladin. Und alle Klassen. Ja. So, und jetzt waren wir ja schon hier und jetzt habe ich ja gesagt, wir schauen uns das Deck des Paladins an und bauen uns auf die Schnelle mal ein neues. Und, nein, der Priester, den will ich doch haben. Da sind nämlich, guck mal, hier sind schöne Karten dabei. Der hat jetzt 30. Wir schmeißen jetzt alles gnadenlos mal raus. Raus, 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 raus. So. Und wir nehmen... Bringt einen Diener zum Schweigen. Die nehmen wir mit. Da will ich auch beide von haben. Die auch. Hätte ich auch gern beide. Auch beide. Aber es sind bis jetzt nur Zauberkarten, ne? Ah, ja. Die nehme ich auch noch. So, aber hier haben wir auch. Nehmen wir erstmal die Erstmal die mit neu markiert sind, nehmen wir dazu. Und zwar die. Die. Und natürlich die. Dann hätte ich hiervon gerne beide. Von ihm. Ihn. Ihn. Den nehme ich nochmal. Gehen wir mal zurück. Wir müssen auch mal ein paar höhere Mana-Karten nehmen, um ein bisschen was auszurichten. Noch eine Spottkarte. Ihn zweimal. Zweimal das Dingo. Wen nehmen wir denn noch? Zweimal ihn. Eine Karte haben wir noch. Joa, eine haben wir noch. Nehmen wir denn da?
Haben wir denn was Schönes? Haben wir denn was Schönes? Dann nehmen wir ihn. So. Zurück. Und auf ins Ranglistenspiel. Ich habe die Nase wieder zu. Priester. Und ab geht's. Mit unserem erstellten Deck. Eine geflickte Runde Hearthstone. Mal gucken. Also ihr hört das Dampfen bestimmt. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Anduin gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Ja. Das Licht wird den Sieg bringen. Geht ja schon gut los hier. Ja, Mann. Da habe ich drauf gewartet. Die heben wir uns gut auf. Bringt einen Diener zum Schweigen. Verleiht einem Diener plus 2 Leben und zieht eine Karte. Das könnte für das Lava-Monster da, ich komme jetzt nicht auf den Namen, interessant werden. Ja, er nimmt das. Pong. Das ist kein Problem. Kriege ich einen mit. Die ist auch schön, die Karte. Aber kann ich jetzt auch nichts mit anfangen. Ich habe noch keinen Diener. Ja, wir haben es jetzt am Anfang natürlich ein bisschen schwer, weil wir keine Karte ausspielen können. Aber geduldig, ne? Marius Mühlen mal langsam. Und guck mal, die können wir zum Beispiel schon mal ausspielen. Bitte warten. Oh, ein Schild. Oh, wie süß. Kein Problem, Hase. Ja, und ein Angriff natürlich. Ja. So. Der hat 2 und der hat 2. Mach ich mal das. Ja, ich habe was vor. Ich habe nämlich eigentlich vor, den und den. Dann verdoppeln wir da den Angriff. Und die möchte ich eigentlich noch ein bisschen aufbewahren. Das können wir alles noch einstecken im Moment. So. Ja, ich gehe hinter die Entdeckung. Da, so. Ja, Mensch, was soll ich denn heute groß erzählen noch? Ihr seht, wenn ihr so ein bisschen auf die Uhrzeit achtet, dann seht ihr natürlich, dass ich jetzt ein paar Folgen hintereinander aufgezeichnet habe. Es liegt einfach daran, das Wochenende naht und das Wochenende ist vollgepackt mit Terminen und Treffen. Wir sind eingeladen, meine Family und ich, und da werde ich nicht viel Zeit haben zum Produzieren. Deswegen sitze ich jetzt noch hier für euch, um euch auch übers Wochenende ein bisschen zu versorgen. Und da ich Montag auch noch Termine habe, aber den Kanal jetzt nicht so allein lassen will, gibt es da auch noch ein bisschen was. Deswegen produzieren wir jetzt ein bisschen vor, damit wir ein bisschen was liefern können. Ne? Denn der Kanal soll ja weiterlaufen. Ich möchte das und für euch investiere ich gerne meine Zeit, weil ihr seid eine geile Community, kann ich immer wieder nur sagen. Und mir macht es einfach Spaß. Und ich meine, hey, warum auch nicht? So, fügt dem feindlichen Helden. Ja, machen wir mal. Und Diener zum Schweigen bringen lohnt sich noch nicht.
Denn der ist ja mickrig, die Echse. Ein Flusskrokilisk. Das lohnt sich einfach nicht. Wenn er jetzt da so ein Riesending hat, dann lohnt sich die hier. Die Tore sind geöffnet. Dong. Boah. Jetzt habe ich keinen befreundeten Diener da sitzen. Ach, ich könnte mir einen hinhocken. Aber ich könnte auch die Sportkarte nehmen. Sechs, sieben. So. Ich bringe seine Sportkarte zum Schweigen. Das ist die Idee. Ich bringe die Sportkarte zum Schweigen. Ja, du kannst nichts machen, Junge. Pech gehabt. Das ist eine Karte, die ich gut finde. Die mag ich jetzt schon. Huch, jetzt habe ich gegen meinen Drucker gehauen. Was ist das, ein Nebel hier? Ich habe immer noch ein bisschen Sorge. Näh, dass der Rauch mir da auslöst. Du kannst nur mit der Echse angreifen, Hase, und die ist dann weg. Tut er nicht, habe ich mir fast gedacht. Nee, den lege ich noch nicht raus. Den lege ich raus. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Jetzt lege ich den hin. Und jetzt das. Und jetzt das. So. Er muss mit ihm die Spottkarte down machen. Oder mit... Ja, mit ihm. Und mit einem... Mit ihm... Mit ihr kann er nichts machen. Geil. Ja, also er und er. Und beide gehen down. Ne, er geht nicht down. Aber er auf jeden Fall. Ja, Hammer. Doch wohl, er hat ja 7 und ich habe 5. Er geht nicht down, aber er... Egal. Ja, mein Freund. Ah Mist, er kann ja angreifen. Klar kann er angreifen. Es ist nur kein Spott mehr. Ja, ist egal. Zu früh gefreut. Aber das passt schon irgendwie. Wir haben ja noch die... Für Nasjata. Ja, ich weiß auch, wem ich die verpasse. Die verpasse ich nämlich ihm dann. Oh. Ja, okay. Okay. Kein Problem. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber noch nicht. Noch nicht. Zuschlagen. Wenn er überlebt, lege ich ihn nämlich noch, dann kriegt er 10 zu 6 mit 7 Mana. Ja, und dann ihn noch vielleicht. Ja, das könnte klappen. Oder er hat Ansturm. Okay, er hat ihn jetzt auch. Ja, mach ihn. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Tut das trotzdem. Und jetzt gibt er mir auch noch einen mit. Ist kein Problem. So. Aufgepasst. Nehmt das! Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, jetzt seht ihr, jetzt, ich habe nachgedacht. Das meine ich. Ich habe nachgedacht. Und die richtige Wahl getroffen.
er verstärkte ja meinen Angriff und die Verteidigung, die Verteidigung nicht, den Angriff um 1. Damit kam ich dann auf einen Angriff von 6 und konnte ihn dann damit plätten. So muss das. Ja, ja, komm, spiel ruhig raus, ist okay. Und jetzt greift er ihn an, weil er ihn jetzt raushaben will, wette ich mit euch. Okay. Spot 6-7 und er geht auf ihn. Null Probleme, mein Bester. Ja, mach ruhig. Für dich habe ich gleich was. Ja, geil. Ja, sauber. Sauber. Ihn kann er platt machen. Kassiert aber dann... Ja, da kassiert er definitiv. Und die lege ich noch nicht. Die lege ich im nächsten Zug, damit ich ihn dann heilen kann. Schnell und stark zuschlagen. Aber ich verletze ihn schon mal. Und heile mich. So. Ja. Voll gedacht ist halb gewonnen, ne? Du 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 bau bu bau bu. Für Nasjata. Ja, okay. Na, das reicht aber immer noch, wenn er mit der Spottkarte ihn angreift. Selbst wenn er mit ihm ihn angreift, muss er mit ihm ihn noch angreifen. Nein! Nein! Ach, leck mich! Egal. Er muss eine Spottkarte rausnehmen. Ja, okay, 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 okay. Gut gespielt. Ja, Mann. Jetzt kann er mit der Spottkarte erstmal nichts machen. Das ist schon mal gut. Ja, ja. Ich wusste, dass er beide im Deck hat. Wundert mich nämlich nicht. Ja. Ja, ja, es passt schon irgendwie. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Macht da 10 draus und da macht er auch 10 draus. So, bei ihm macht er aber 14 draus. Ist jemand verletzt? Ein Diener mit Spott ist im Weg. Junge. Das könnte helfen, echt. Und ihn habe ich auch noch. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, ja, ist kein Problem. Doch, ist es. Ist es. Nein, ich... Ach. Gut gespielt. Ja. Ja, hätte ich wissen müssen, oder? Hätte ich jetzt wissen müssen. Also wir haben nachgedacht und nicht aufgepasst. Ja, liebe Freunde, eine etwas kürzere Folge. Es ist schon spät, aber in der nächsten Folge werden wir es schon irgendwie schaffen, auf Platz 24 zu kommen. Krass. Krass. Es hat Spaß gemacht. Schaut mal in die Kommentare. Schaut bei den anderen mal vorbei. Lasst ein Abo da. Ein Like wäre total toll. Ein Kommentar. Ich freue mich über alles. In diesem Sinne, gute Nacht. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.